Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Natürlich mache ich weiter mit meiner Berichterstattung vom Weltcup und natürlich schauen wir uns die zweite Partie an zwischen Vincent Kaimer und Magnus Carlsen. Wir wurden alle Zeuge gestern eines großartigen Sieges unserer deutschen Nummer 1 gegen den besten Spieler der Welt. Aber das Match geht natürlich über zwei Partien, das Minimatch beim Weltcup in Baku. Und heute stand die Partie an Carlsen mit Weiß gegen Kaimer mit Schwarz. Die Vorzeichen sind klar, Magnus muss gewinnen, um auszugleichen und dann würde es in den Tiebreak gehen, einen Tag später. Den alles entscheidenden Tiebreak, falls er stattfindet. Mal schauen, ob Vincent heute das Remis gehalten hat oder vielleicht sogar gewonnen hat und dann in die nächste Runde einzog. Carlsen beginnt die Partie mit E4. E5, Springer F3, Springer C6. Wenig überraschend, in letzter Zeit spielt Kaimer immer E5 auf E4 und Spanisch ist natürlich keine Überraschung hier. A6, Läufer A4, Springer F6. Jetzt spielt aber Carlsen hier D3, nicht den Hauptzug Rochade, sondern D3. Und ich habe in der Datenbank nachgeschaut und Vincent hat gegen diesen Aufbau bisher wenig Erfahrung gesammelt, wobei man sagen muss, die Strukturen in der italienischen Partie und in der spanischen Partie, die ähneln sich ja sehr und früher oder später kommt häufig D3. Dementsprechend, auch wenn das jetzt hier selten gespielt wurde gegen ihn, ist er jetzt nicht irgendwie direkt überrascht. Läufer C5 entwickelt den Läufer. Jetzt kommt die erste kleine Überraschung vielleicht. Läufer G5 hier fesselt den Springer. Das wird selten gespielt, dieser frühe Läuferausfall. Meistens spielen die Weißspieler hier C3, Rochade, solche Sachen. Läufer G5. So, diese Stellung hatte Vincent noch nie in einer klassischen Partie auf dem Brett. Wahrscheinlich eine Blitzpartie vielleicht. Die kann man nicht alles scannen, aber die klassischen Partien, die sind natürlich veröffentlicht. Die sind in Datenbanken. Das kann man prüfen. H6. Greift den Läufer an. Läufer A4 zurück. Natürlich die Fesselung aufrechterhalten. Nicht auf F6 sinnlos tauschen. Die Fesselung ist hier natürlich ein Faustpfand für Weiß. Nach 8 Minuten spielt hier Schwarz D6. Und jetzt kommt nach knapp 4-5 Minuten, Carlsen spielte bis hierhin sehr schnell, D4. Der beste Zug konkret, der Springer ist hier gefesselt, deswegen geht dieses D4. E schlägt D4, Springer schlägt D4, hier. Deswegen, Läufer D4 bringt hier nichts, der Springer ist ja gefesselt, das heißt, ich kann sowieso hier gleich nehmen. Wobei man hier aufpassen muss, man muss zuerst nehmen und dann auf D4 nehmen. Und dann hat man hier Druck gegen den F6. Das ist ein bisschen besser für Weiß. Vincent verzichtet auf das Schlagen und spielt hier Läufer D7. Deckt den Springer. Ach, im Übrigen, B5 ist natürlich ein Riesenfehler. Wegen Springer schlägt C6. Das sollte man nicht machen. Läufer D7. Läufer schlägt C6. B schlägt C6. Und Schwarz hat jetzt hier eine etwas schlechtere Struktur. Bauernstruktur. Dafür allerdings als Kompensation hier die halboffene B-Linie. Es geht weiter mit Springer C3, Rochade, normale Entwicklungszüge, Dame D3, der Zug gefällt mir, bereitet die lange Rochade vor, beziehungsweise ist ein flexibler Zug, Weiß würde gerne lang rochieren. Läufer B4, interessant. Hier stellt sich für Schwarz die Schwierigkeit, diese Fesselung hier. Fesselungen sind immer super unangenehm und Profis schauen, dass sie sehr schnell diese Fesselung loswerden. In diesem Sinne ist Dame E7 mit der Idee Dame E5 hier der richtige Plan. Den werden wir allerdings auch gleich sehen in der Partie. Hätte Schwarz auch sofort machen können. Stattdessen Läufer B4. Sehr interessant. Sehr konkret gespielt hier mit der Idee Läufer C3. Und wenn die Dame nimmt, Springer schlägt E4. Und die Dame auf C3 angreifen, wenn die dort zurücknimmt. Auch wenn hier der Läufer die schwarze Dame schlagen kann. Das sind hier so ein paar Ideen. Deswegen spielt hier Magnus Springer DE2. Ein subtiler, sehr feiner, ein sehr guter Zug. Der Springer deckt den Springer. Das heißt, Läufer schlägt C3, Springer schlägt C3 und der Bauer ist wieder gedeckt. Dame E7, lange Rochade. Das ist natürlich richtig gespielt aus weißer Sicht, denn Carlsen muss ja gewinnen, hätte rogene Rochaden und vielleicht kommt es ja zum Angriff am Königsflügel. Turm F8 erstmal, sorry. Macht Druck gegen den Bauern E4. F3 deckt den E4 und jetzt Dame E5. Das, was ich gerade schon gesagt hatte, die schwarze Dame geht aus dieser Fesselung. Ganz wichtig. Jetzt, nach 9 Minuten Nachdenken, man hätte hier mit Weiß sowas wie G4 spielen können, denke ich.
heterogene Rochaden hier angreifen. Wieso nicht? Ne? Das ist ja die Idee so ein bisschen. Oder Läufer G3, H4 und dann G5. Irgendwie sowas. Stattdessen spielte Carlsen A3 und hat hier einen schwachen Moment. Ähnlich wie in der ersten Partie zwischen den beiden gestern, wo Carlsen mit einem Zug die Partie wegwarf, gibt es hier wieder so einen eigentlich entscheidenden Moment. A3 ist ein Fehler. Läufer schlägt C3. Dame schlägt C3. Und wie kann Schwarz hier einen Bauern gewinnen? Das Problem bei der Geschichte ist, keiner der beiden Spieler rechnete mit dieser plötzlichen Taktik und Keimer auch nicht. Schwarz kann hier mit Springer schlägt E4 einen Bauern gewinnen. Man denkt sich jetzt, hä, wieso? DE4, Dame E4. Ganz einfach. Doppelangriff gegen Springer und Läufer. Und Weiß kann nicht beide Figuren gleichzeitig decken und gewinnt dadurch eine Figur. Die Figur zurück. Also der Springer ist auch zweimal angegriffen. Es wird Dame E1 bringt ja nichts. Dann nehme ich halt auf E2. Und in dieser Stelle habe ich zwei Bauern mehr. Das wäre ein bisschen zu viel. Das heißt, nach Springer schlicht E4 ist der einzige Weg, der noch einigermaßen spielbar ist für Weiß. Dame E5, Turm E5. Und hier das gleiche Spiel. F E4, Turm E4, Doppelangriff. Deswegen Läufer E1 zurück. Dann ziehen wir aber den Springer zurück nach F6, G5 oder wohin auch immer. Und greifen den Springer hier an und haben eine bessere Stellung, weil wir einen Bauern mehr haben. Dieser Fehler erinnert eigentlich weniger an gestern. Gestern war das ein anderer Fehler in der ersten Partie. Also Keimer hat aber nicht auf E4 genommen, hat gar nicht damit gerechnet. Das war so ein plötzlicher taktisches, das Motiv ist erstmal unüblich, ne? Hier, so, man guckt drauf und denkt so, nö, Springer E4, wieso soll das gehen? Es geht aber konkret in dieser Stellung. Und ich erinnere euch an Kandidatenzüge. Schlagzüge berechnen, Schachgebote, ganz wichtig immer, und Drohungen. Das sind immer so die wichtigen Kandidatenzüge, die man berechnen muss. Und hier ist Springer schlicht E4 natürlich ein Kandidatenzug, hat er aber nicht in diesem Moment berechnet. Kann passieren. Dieser Fehler erinnert mich übrigens an die Weltmeisterschaft 2013 oder 2014 war das, glaube ich. Da hat Carlsen gegen Arnand die WM gespielt und da war auch irgendeine Partie, ich weiß nicht mehr genau welche, da war auch einzügig so ein taktischer Fehler mittendrin im Mittelspiel und beide haben es komplett übersehen. Das kann passieren, wenn das Motiv unüblich ist. So, Keimer spielte Dame schlicht C3, leider. Springer C3 und jetzt beginnt die Partie von neuem. Es droht Läufer F6 hier mit Schwächung der Struktur. Deswegen Springer H7 zurück. G4, F6, H3. So, jetzt plätschert die Partie erstmal so ein bisschen dahin. Springer F8, Läufer G3, Springer E6, H4, König F7, H5, Turm A, D8. Man kann natürlich auch andere Sachen hier spielen. Turm A, B8 bietet sich an, C5, Läufer C6 bietet sich an aus schwarzer Sicht. Aber die Struktur hier, die Stellung ist statischer Natur, heißt, es kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Also Weiß hat vielleicht einen strukturellen Vorteil, aber Schwarz steht super solide. Und die Engine sagt die ganze Zeit, das ist hier total ausgeglichen. Turm H1, Läufer C8, Turm D3, Läufer B7, Springer B1, C5, C4, Läufer C6, B3, Turm B8. Jetzt geht er auf die halboffene B-Linie. Läufer F2, Turm B7, Springer D2, Turm EB8. Das sieht gut aus für Schwarz. Er verdoppelt die Türme gegen den weißen B-Bauern. Der ist aber gedeckt. Läufer E3. König G8. König G8 ist sehr interessant. Plant das folgende Manöver hier. Der Springer soll eventuell nach F7. König C2 erstmal. Springer D8. Machen wir mal kurz Stopp hier. Ich habe jetzt mehrere Züge gemacht, ohne sie groß zu erklären. Da gibt es auch nicht so viel zu erklären. Es ist ein typisches, langsames Spiel hier, was Carlsen macht. Ihr kennt vielleicht, viele von euch haben vielleicht mit dem Schachspielen erst die letzten 2-3 Jahre angefangen oder vielleicht früher gespielt und jetzt wieder eingestiegen. Aber die Zeit zwischen 2008 und 2020 sind in Carlsens Karriere sehr stark auch davon geprägt, dieses klassische Schach bei ihm, dass er viele Gegner in so einem ganz langsamen Stil besiegt hat und in vielen Endspielen, die total ausgeglichen waren, immer wieder sehr starke Großmeister geschlagen hat. Und man fragte sich häufig so, ja, was passiert denn hier eigentlich? Eigentlich ist das doch total ausgeglichen.
Nö, er drückt die Leute aus, langsam aber sicher. Hier ist noch gar nichts passiert, die Stellung ist völlig ausgeglichen. Schwarz steht völlig solide, es ist, aber jetzt wird jetzt wird's langsam konkret. Carlsen zieht die Bauern vor, F4. So. Eine Sache, die auffällt, ist weißer Traumvorteil durch die vielen Bauern, die weiter vorne stehen. Schwarz hat nur einen Bauern auf seiner vierten Reihe, während Weiß natürlich schon einen Bauern hat auf der fünften Reihe, also auf der vierten Reihe des Gegners, und drei Bauern hier auf der vierten Reihe. Das heißt, er hat schon ein paar Bauern weiter vorne. Das ist jetzt kein spielentscheidender Vorteil, aber es ist zumindest ein kleiner Hinweis. So, hier zum Beispiel nach F4 muss man sich Gedanken machen über E5. Den Durchbruch, in diesem Sinne Springer F7 wäre hier ein sinnvoller Zug. Erstmal E5 aus dem Spiel nehmen. Und jetzt bräuchte Carlsen ein paar Züge, um das weiter vorzubereiten. Hier, ne? Entweder G5 oder E5, das sind hier die Hebel, an denen er arbeiten müsste. Aber Vincent spielt A5. Auf der anderen Seite möchte er eventuell mit A4 hier Gegenspiel kreieren. Carlsen wird jetzt immer konkreter. Und eine Sache noch, er spielte viel schneller. Er spielte viel, viel schneller, wie in der ersten Partie. Wie in der ersten Partie. Und Vincent ließ sich immer ein bisschen Zeit. Und war natürlich so leicht in Zeitnot, leicht. E5, FE5, FF5. Und jetzt ganz wichtig, natürlich nehmen wir hier nicht raus wegen Läufer C5 und dann ist die schwarze Struktur total geschwächt. Springer F7, greift den an. Deckt den D6, das ist alles gut. Läufer F4, bester Zug, hält die Spannung aufrecht. Nicht die Spannung hier aufgeben mit Schlagen auf D6. Schlagen auf D6 und dann bekommt Schwarz mit A4 auf jeden Fall Gegenspiel hier. Nicht so schnell. Läufer F4, hält die Spannung aufrecht und es droht hier E6 ganz stark mit dem Läufer auf F4. Der stand vorher auf E3. Sofort E6 haben wir Springer E5, da steht der Springer bombig und greift den Turm an. Und den Bauern hier. Das geht gar nicht. Also Läufer F4, D schlicht E5, Läufer E5, A4 mit Gegenspiel, Läufer C3 zurück. Ja, statt A4 hätte Schwarz vielleicht Turm E8 spielen können hier. Das ist eine Nuance, um diesen Läufer zu tauschen. Beziehungsweise wenn der Läufer zurückgeht, dann nehmen wir hier den Turm, dann nimmt der Läufer den Turm und dann steht der Läufer ein bisschen passiv. Turm E8 war Alternative, aber jetzt keine spielentscheidende Alternative. Es ist sowieso die ganze Zeit hier, die letzten 15, 20 Züge, passiert nichts Spielentscheidendes. A4 generiert hier Gegenspiel. Läufer C3 zurück. A schlicht B3 Schach. Das interessiert Magnus nicht. Er gibt den Bauern hier gerne ab. König B2. Der ist geblockt. Der König blockt den Bauern und B3 ist auf lange Sicht auch eine Schwäche. Beachtet bitte, die Bauern hier von Schwarz sind sehr schwach, ne? Die sind alle vereinzelt. Und langfristig hat Weiß hier einen schönen A-Bauern, ja? Schönen freien Bauern auf der A-Linie. Momentan allerdings noch ungefährlich. Es geht weiter mit Turm E8. Schlagen, schlagen, er tauscht einen Turm. Turm D5. Greift den C5 an. Und so langsam wird es schwieriger. Das ist der 41. Zug. Und hier dachte Vincent länger nach, weil er merkte so, die Stellung ist nicht so einfach. Und wie generiere ich hier Gegenspiel? Was greife ich an? Ich würde gerne hier den Bauern G4 attackieren. Geht gerade nicht. Aber zuerst Läufer C6, forciert, Turm schlägt C5, Läufer D7 und jetzt greift er ihn an. Sehr gut gespielt. Läufer D4, nach 7 Minuten, macht das Feld für den König frei später, denkt auch schon hier in die Richtung. Läufer schlägt G4, A4. Jetzt kommt der A-Bauer, da ist er. Der ist natürlich super gefährlich, wenn man genau hinschaut und die Stellung ist unangenehm. Springer G5, Läufer E3. Greift ihn an. Springer F3. So, man denkt sich jetzt hier, das ist sehr stark hier, was Schwarz spielt. Sehr gute Verteidigung. Wenn er den Springer abtauscht, dann haben wir ein Endspiel mit Turm und ungleichfarbigen Läufern. Und die Remis-Tendenz steigt immer mehr. Und hier dachte Magnus länger nach. Es gibt hier nämlich zahlreiche Züge, die in Frage kommen. Es gibt zum Beispiel Springer schlicht B3 hier. Aber hier kommt Läufer D7 mit Angriff auf A4, König A3, Springer E1 und das droht hier dieses Schach. Und das ist unangenehm. Und so hält Weiß hier, Schwarz hier das Gleichgewicht, auch wenn die Variante noch weitergeht. Mit Springer D4, Springer D3, Turm B5 wahrscheinlich. Man kann ja auch andere Züge ziehen. Aber die Variante ist gar nicht so leicht hier zu berechnen. Ne? Aber die Engine sagt hier Turm B5 hier am besten die Qualität opfern. Und dann hier ist es ausgeglichen nach Turm B8. Schwierige Variante.
auch schwierig für Magnus, das alles überhaupt zu, ja, so weit zu berechnen und vor allen Dingen zwischen gleich starken Alternativen sich zu entscheiden. Springer E4 habe ich ein bisschen gerechnet, so für mich. Ist auch ausgeglichen, will ich gar nicht jetzt groß zeigen. Letztendlich entschied sich Magnus hier, die Springer zu tauschen. Springer F3, Läufer F3. Ein bisschen überraschend, weil ich habe gerade gesagt, erhöht die Remis-Wahrscheinlichkeit, die ungleichfarbigen Läufer. Der Läufer deckt ja hier das Feld 8. Für den A-Bauern wird es schwierig. Aber dafür hat Weiß jetzt auch ziemlich freie Hand hier, seinen Plan umzusetzen mit dem Bauern. A5. Und jetzt muss Schwarz hier einige einzige Züge finden. Turm B4, bester Zug. Mit der Idee Turm A4. Läufer D2. Turm A4. König B3. Und hier gibt es Läufer D1 Schach. Das hat er alles gefunden. Das sind die besten Züge. König weg, König C3. So, der Turm hinter dem Bauern, damit er nicht vorziehen kann. So, hier ist die Stellung aber schwierig. Was macht er jetzt hier? Hier gibt es auch wieder viele Varianten, die man macht, viele Züge, die in Frage kommen. Aber Vincent hatte kaum noch Zeit. Die Minuten flossen dahin. Und es wird dann immer schwieriger, hier die besten Verteidigungszüge zu finden. Läufer F3 könnte man überlegen hier, denke ich, um hier die Diagonale zu kontrollieren. Also das hätte ich hier so ein bisschen erwartet. Ich denke, dann ist König D4 hier in Zug mit der Idee Turm schlägt C7. Na? Der Läufer muss erstmal den Bauern decken, dann nehme ich auf C7 und vielleicht kann ich dann den König nach vorne ziehen und dann A6, A7, ne? Und so weiter. Das ist hier so ein Plan für Weiß. Und das ist super schwierig zu verteidigen. Letztendlich entscheidet sich hier Schwarz für C6. Sieht ein bisschen komisch aus, weil es die Diagonale hier blockt. Hat aber die Idee, wenn Weiß schlägt, dann nimmt Schwarz natürlich den super gefährlichen A-Bauern und dann wird das schnell Remis hier. Natürlich nimmt Weiß nicht den C-Bauern. Er spielt König D4, deckt mit dem Läufer den Bauern. Sein langfristiger Plan ist hier, König über C5 in die Stellung reinzubringen. Dafür muss allerdings der Turm weg. Und erstmal Läufer F3. Läufer C3. Erstmal Läufer C3 deckt das Feld A1. Dominiert hier so ein bisschen den schwarzen Turm. Ne? Der hat kaum noch Felder. Läufer C3 guckt auch in die Richtung. Und hier gibt es nur einen Remiszug. Ganz, ganz schwierige Stellung. Und Vincent hatte hier nur ein paar Minuten Zeit. Und es gibt hier einen Zug, den man mit dem Läufer machen muss. Aber wohin? Wohin mit dem Läufer? Läufer E2 muss er spielen. Den C4 attackieren. Der Grund ist relativ einfach, damit dieser Turm hier nicht die vierte Reihe verlassen kann. Also es gibt natürlich Turm schlägt C6 hier. Aber dann kommt König F7, dann kommt der König ins Spiel. Und hier gibt es erstaunlicherweise keinen Fortschritte, die man groß erzielen kann. Weiß würde gerne König C5 spielen, geht aber nicht wegen Turm C4. König D5 geht nicht wegen Läufer F3 Schach. Und Schwarz plant jetzt hier sowas wie G5 eventuell, wenn der Turm die sechste Reihe verlässt. Oder mit dem König nach vorne laufen. Es ist hier ausgeglichen. Natürlich hätten die noch gespielt, aber von der Idee her, Schwarz musste Läufer E2 spielen, um diesen Bauern zu attackieren, zweimal. Damit der Turm hier nicht weg kann und das Feld frei macht. Sehr interessant. Stattdessen kam was anderes mit wenig Zeit. Läufer G2. Und hier merkte Magnus, dass er wahrscheinlich auf Gewinn steht, wenn er den richtigen Zug findet. Und er findet ihn mit Turm F5. Nach 5 Minuten. Warum Turm F5? Ganz einfach, weil es das Feld F1 deckt. Die gesamte F-Linie kontrolliert. Der Läufer kann nicht nach F1, um C4 zu attackieren. Der Bauer A5 ist gedeckt und das Feld C5 wird freigemacht für den König. Das ist eine der wichtigen Ideen in diesem Endspiel. König C5 und dann König B6, dann A6, A7. Der König ist im Endspiel sehr, sehr stark und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das beachtet, wenn ihr ein Endspiel erreicht, die Könige aktiv einsetzen. Der schwarze König dagegen macht da hinten leider gar nichts. Läufer H3 kam hier, greift den Turm an. Und ganz schnell kam Turm F4, deckt weiter in das Feld F1, deckt es auch indirekt den Bauern C4. Und hier gibt es keine guten Züge für Schwarz. Läufer E6, jetzt hier rum, jetzt ist aber zu spät. König C5, der Turm deckt den C4. Und jetzt droht auch so langsam König B6, A6 und so weiter. Turm A3 greift den Läufer an, König B4, Turm A2, König B3, was für eine schöne Technik. Der Läufer kontrolliert das Feld A1, deckt den Bauern A5. Der schwarze Turm wird von der A-Linie vertrieben. Fantastische Technik, das hat Carlsen auch sehr, sehr schnell gespielt. Turm E2 und jetzt läuft der Bauer. A6,
Und ich erinnere euch vor 15 Zügen, 20, ne, als er dort entstanden ist, der Freibauer. Freibauern sind halt sehr, sehr stark, ne, und können wirklich im Endspiel dann entscheidend sein. Läufer H3 macht das Feld hier frei für den Turm. A7, Turm E8, Turm E4 lenkt den Turm ab. Natürlich kann Schwarz nicht nehmen wegen A8 Dame. Turm A8, Turm E7 deckt den Bauern. Turm schlägt G7 wird auch noch droht auch noch. Aber es gewinnt viel, viel einfacher. Der Turm geht einfach nach B7 und dann Turm B8 Schach. Vor allen Dingen, der König kann nicht nach H7 wegen Turm schlägt G7. Ne? C5 probiert er hier noch mit der Idee Läufer G2. Turm B7 und hier gab Vincent auf. Es gibt absolut keinen Zug mehr, der hier noch irgendwie Sinn ergibt. Es droht Turm B8. Und wenn Läufer G2 kommt, dann gibt es natürlich Turm schlägt G7 Schach. Und dann ist hier mindestens der Läufer weg. König F8, Turm G2, Turm A7. Aber mit dem Läufer weniger spielt man gegen den Weltmeister nicht weiter. Das wäre albern. Vor allen Dingen nach Turm G6 gewinne ich noch einen Bauern. Andere Züge, die in Frage kommen. König A7 geht halt auch nicht wegen Turm G7. König A8 und hier Turm irgendwo hin. Ich gewinne mindestens den Läufer auch hier wegen Schach. Das geht auch nicht. Ja, schade. Damit steht es 1:1. Magnus Carlsen hat gezeigt, warum er der beste Spieler der Welt ist. Und vor allen Dingen, er hat es auf eine Art und Weise gezeigt, wie ich die schon, ja, bei einer klassischen Partie, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen habe bei ihm. Und zwar mit seiner typischen Anaconda-Art, nämlich so peu à peu den Gegner zusammen zu drücken, auch im Endspiel. Und er hat eine fantastische Technik, die kaum ein anderer Spieler auf der Welt jemals hatte. Und man versteht lange nicht, was da überhaupt passiert. Und dann irgendwann, bums, gewinnt er. Das sind diese Endspiele, die er wirklich unglaublich gut studiert hat, schon in seiner Jugend und in denen er auch in den 10er Jahren halt, ne, extrem viele Partien hat. Extrem viele Partien. Ja, es geht jetzt in den Tiebreak. Noch ist nichts vorbei. Tiebreak am Freitag ab 13 Uhr. Ich glaube, Carlsen hat in der ersten Partie weiß, dann 25 Minuten plus 10 Sekunden Zeitgutschrift ist das erste Minimatch. Und ja, drücken wir Vincent die Daumen. Noch ist nichts entschieden. Und die anderen Ergebnisse übrigens waren unspektakulär. Rasmus Swane spielte sehr schnell Remis gegen Wang Hao. Und Elisabeth Petz noch schneller gegen Zhu Wenjun. Also Tiebreak, voller Tiebreak am Freitag mit allen drei deutschen Spielern, die noch beim Weltcup dabei sind. Also weiterhin ein großes Schachfest für die deutsche Schachszene. Könnt ihr live verfolgen auf Chess24 Twitch. Ich kommentiere nicht. Ilya Sagatzky kommentiert wieder. Schaltet ein. Ich vielleicht am Wochenende. Mal schauen. Macht's gut, bleibt mir gewogen, gerne Kommentar hinterlassen.